Ja, hallo, erstmal würde ich sagen, willkommen bei einer neuen Folge. Producer reagiert heute auf Luciano im Plus und ich bin Rahim. Ihr kennt mich wahrscheinlich als den vermeintlich besten Produzenten der ganzen Welt. Vielen, vielen Dank. Danke für den Applaus. Ja. Wir haben auf jeden Fall fast 45.000 Abonnenten erreicht. Warte mal, hier die Hand muss in irgendeine Richtung. Ja, genau dahin. Und wir sind fast 13.000 auf Instagram. Kleine Info nochmal dahingehend. Da dürft ihr gerne natürlich nochmal ein Abo dalassen. Da freut sich mein Counter hier nämlich, dass die Zahlen dann schön hochgehen. Und ich habe gehört, dass wir 50.000 auf jeden Fall noch knacken. Ja, jetzt der Juli ist, glaube ich, könnte es wirklich soweit sein. Es liegt eigentlich nur an euch. Aber erstmal ein bisschen so oder so. Vielen, vielen Dank für den Support und für das geile Feedback. Auch auf die Videos mit Aria. Wir haben ja mit ihm zusammen haben wir Shirins neue Nummer On-Off und die neue Nummer von UFO und Data Love oder Data Love. Seinem neuen Signing abgecheckt. Das war sehr, sehr geil. War ein sehr langer Talk. Irgendwie auch. Haben wir uns auch ein bisschen verquatscht vielleicht zwischendrin, aber es war trotzdem sehr, sehr geil. Es war sehr, sehr geil und es hat sehr, sehr viel Bock gemacht. Es war wirklich eine sehr geile Runde und wir werden da auf jeden Fall. Wenn euer Feedback da weiterhin positiv ist, auf jeden Fall noch einiges bringen in die Richtung. Also, ne, guckt euch die Videos an, wenn ihr es verpasst habt mit Aria Nejati, ne, den kennt ihr bestimmt von hiphop.de. Da haben wir eben zwei Videos gemacht, guckt ihr auf jeden Fall euch mal an. Und jetzt kommen wir zu Luciano im Plus, produziert von MacLoud und Mixu. Noch mehr Hunde, stopp mit den Negro. Skifilme, Robert De Niro. G-Klasse, lass mal den Limo. Traube, Minze, Kaffee, Nilo. Heute mit Gamer, früher Betrug. Immer am Kämpfen, ich bin nicht wie du. Rippe kaputt und baller die Puff. Leiser Ruf, woher der Mut? Phänomenal, du den Schamun. Baller die Chance in der Canada Goose. Lose Loco, Kopf ist kaputt, red im Sang. Weiter da hoch, Nicky Cortez, Loco die Gang. Geil. Hol mir noch ein, Hennessy Glas, Loco hat Dos. Loco ist da, Kopf ist kaputt, zum Brettern geboren. Ich feier ihn halt ohne Ende. Ja. Irgendwie, es ist nicht nur die Stimme, die einfach so markant ist, die ja so schön tief ist und so weiter. Also irgendwie auch was Hohles hat, weil er, ich weiß nicht, also, ne, aber es ist geil. Es ist richtig geil. Er hat aber auch einen geilen Flow. Also, es ist wirklich nicht nur die Stimme, die sowieso schon sein Alleinstellungsmerkmal ist, so oder so, sondern auch der Flow. Das ist richtig cool. Und dann hier. Auf dem klassischen MacLoud Mixu Beat, also ganz stabil aufgebaut. Da kann man echt nichts sagen. Ganz, ganz typisch hier im Trap-Vibe. Man hört am Anfang direkt das melodische Sample eben, das hier quasi die harmonische Grundlage dann einfach schon gibt für den Beat. Das ist. Ich kann nicht sagen, was das genau für ein Instrument ist. Ja, das. Also kann ich. Aber auf jeden Fall sind da einige Plugins drauf, die das Ganze in der Qualität so ein bisschen abwerten. Aber das klang jetzt falsch. Also in der Qualität abwerten, aber halt, dass man so ein bisschen Rauschen drauf hat. So ein bisschen Kratzen und so ein kleines Knarzen und so. Das ist einfach wie so ein Oldschool, als ob man das von einem Vinyl aufgenommen hätte, also von einer Schallplatte. Das ist hier natürlich beabsichtigt, das ist ganz klar, weil das einfach nochmal so einen gewissen Vibe bringt. Welches Instrument kann ich wirklich nicht sagen, das könnte alles möglich sein. Das kann von irgendeinem VST-Plugin sein und ein bisschen verzerrt und so weiter. Da müsst ihr immer ein bisschen rumspielen, immer ein bisschen rumprobieren, euch da nicht festfahren an das, was vielleicht andere Producer benutzen. Klar, gibt Sachen, die immer gerade aktuell sind und die cool sind, aber ihr könnt da wirklich, wirklich alles einfach mal ausprobieren. Ja, und dann am Ende klassisch, wenn dann der Beat anfängt, hier in dem Fall. Robert De Niro, die Klasse. Filme, Robert De Niro, die Klasse. Läuft hier das Sample, also dieses melodische Sample eben weiter. Betrug, immer am Kämpfen, ich bin nicht wie. Ja, und es ist nicht mal ein besonderer High-Cut dann reingesetzt worden. Bisschen vielleicht sind die Höhen dann noch ein bisschen rausgesetzt worden, ne? High-Cut, einfach auf dem Equalizer die Höhen mit so einem richtigen Abschluss die Höhen gut rausziehen. Oh, hier in dem Fall ist es nicht so viel. Ein High-Cut kann man auch als Low-Pass bezeichnen, das ist einfach das Gegenstück, dass die Tiefen durchpassieren dürfen, deswegen Pass, also P-A-S-S und oder eben High-Cut, Höhen abchoppen. So. Wir hören mal weiter. Ansonsten eben die Drum-Selektion, also die Drum-Sample-Selektion
auf schön Deutsch gesagt, ist ganz klassisch Trap, also absolut. Stark, auf ist kaputt, zu Brettern geboren. Wenn die Bulli heißt ne Baye, die ich bin im Plus. Mehr Masari, geh weg, da die weiter, weil ich muss. Wenn die Bulli heißt ne Baye, die ich bin im Plus. Mehr Masari, geh weg, da die weiter, weil ich muss. Lusso Loco, Schizophren, Hennessy, Vitamin, in der Booth, Adrenalin, Trikot, Arsenal. Ja, da ist tatsächlich so auf dem Sample so ein, so wie so ein Flutter-Effekt, der heißt Flutter, also F-L-U-T-T-E-R. Das kann man ja mit so Bandmaschinen-Simulations-VST-Plugins machen. Da gibt es eben viele verschiedene, je nachdem, was ihr da benutzen wollt. Ob das jetzt bei mir, nehme ich da meistens immer Waves J36 oder so heißt der. Oder den Kramer Tape. Ja. Also mit K wird er geschrieben, Kramer Tape. Ja, zum Beispiel. Ja, da kann man eben so diese Bandmaschinen, die alten Bandmaschinen, die großen Rollen, wo das Band aufgespannt war, wird da eben simuliert. Und da gab es dann eben auch so einen gewissen Flutter-Effekt, dass das so ein bisschen so echt wie so ein Flattern dann halt wirklich klingt. Dass es so ein bisschen eierig ist, so das als ob das Band so ein bisschen eierig abgelesen wird von dem Magnetkopf. Das ist dann so ein bisschen. Ja, also ihr versteht, was ich meine. Ihr könnt es gerade hier, wo es wieder einsteigt und ihr euch nur auf das Sample konzentriert, könnt ihr das besonders gut hören. Vitamin in der Booth, Adrenalin, Trikot, Arsenal, Bellerie. Tradi macht mir keinen Film, denn ich mache was. Und da waren hier jetzt die Höhen eben rausgeschnitten bei dem Sample. Also mehr als zuvor und dann, wenn der Beat losgeht, sind die Höhen dann aber wieder drin. So schafft man einfach so ein bisschen Variation ja, zwischen den ganzen Parts, ja, dass man da einfach irgendwie so ein Intro, ein kleines Intro dann quasi schafft mit demselben Beat. Es ist ja Hip-Hop immer noch und da ist es typisch, dass alles immer repetitiv ist, also absolut wiederholend ist. Man hat so eigentlich meistens immer nur 4 Bars, höchstens mal 8 Bars, die ganze Zeit durchlaufen, Bars auf Deutsch Takte. Das war's. Und das muss aber halt dann schon richtig bouncen. Da ist wirklich die Magie drin. Das muss bouncen. Das muss richtigen Groove haben. Da muss man Bock drauf haben. Die Melodie muss geil sein. Das muss richtig abgehen. Und das ist eigentlich so das Ding. Und das kriegt ihr und dann eben so kleine Variationen, wie dann da mal Höhen rausschneiden oder die Tonhöhe zu verändern von dem Sample, was ja auch sehr oft gemacht wird, dass es dann eine Oktave runter oder eben hoch geht. Das ist so das Klassische. Vitamin in der Booth, Adrenalin, Trikot, Arsenal, Bellerie. Tadi macht mir keine Film, denn ich mache, was ich will. Wenn ich rede, seid ihr still, ja. Sieben Ball sind zivil, ja. Shooty, shooty, shooty wie Guerilla. Hol mir noch mehr Milja. Sie legen im Kalaschnikow, Loco Emblem. Dalli, noch mehr Gold, ich geh mein Weg, ja. Fendi Bulli heißt ne Baye, die ich bin im Plus. Mehr Masari, geh weg, da die weiter, weil ich muss. Fendi Bulli heißt ne Killer, richtig geil. Auch geil hier. Richtig geile die Folierung mit dem Fendi-Logo drauf. Das ist so over einfach. Aber irgendwie voll feierbar. Richtig, richtig geil. Was besonders auffällt hier im Verse ist, dass die Stimmen sind durchgehend gedoppelt. Ja, also wirklich durchgehend, nicht selektiv einzelne Stellen der Sätze oder manche Wörter oder sowas, sondern wirklich durchgehend hören wir eine Monostimme von ihm und dann aber eben rechts und links komplett nochmal ihn auch richtig laut im Mix eigentlich, dass das noch breiter, noch fetter einfach ist. Wobei man sagen muss, die Stimmen, die gedoppelt sind, die also rechts und links liegen, die sind gar nicht mal so dick angemischt. Also die haben jetzt in den unteren Mitten, so ich würde sagen in dem zwischen 200 und 400 Hertz, sind die gar nicht so dick angemischt wie die Stimme, die wir in der Mitte hören. Das ist schon eher, ja, so obere Mitten lastig und höhenlastiger die Stimmen, die im Außen sind. Dadurch wirkt das vielleicht einfach nochmal ein bisschen freier, gerade weil die eben so hart rechts und hart links gemischt sind. Wenn man da zu viel Mitten drin hat oder untere Mitten drin hat, dann könnte es vielleicht ein bisschen zu dick wirken, zu schwer einfach. Und so hat das halt trotzdem noch diese Leichtigkeit und diesen Vibe. Sehr, sehr cool. Also mir gefällt der Mix absolut. Ja, es ist wirklich, ich kann gar nichts anmerken, es ist wirklich geil.
Mehr Masari, geh weg, da die weiter, weil ich muss. Fendi, Bulli heißt ne Baye, die ich bin im Plus. Mehr Masari, geh weg, da die weiter, weil ich muss. Fendi, Bulli heißt ne Baye, die ich bin im Plus. Mehr Masari, geh weg, da die weiter, weil ich muss. Alles in zwei Songs? Champagner kipp auf dem Boden wie Tupac. Stab im Mulatto, lass ein paar Tauis im KDW gut. Geil! Doppelt verdoppelt die Platte pro Monat, 200 im Tunnel an Last. Oh shit, sind es zwei Songs? Krass. Warte mal, hör mal erstmal rein. Toyota, egal was du redest, ich mach die Millionen. Von Fendi, der Poli, die Jacke, die Lüge. Zu viele Negros, sie blasen, sie reden zu viel. Zu viele Brutos, sie reden von mir. Tote Seele, Kette funkelt an mir. Gangmember, doch ich will nicht mit dir. Zufige Welle, für Bälle, Antennen, sie reden, sie kennen mich, wollen mit mir hängen. Sie wollen mit mir zählen, doch wo für die Welle? Geh bis zum Ende, la Logo, Rebellen. Guck, ich kämpf, nicht nur für Bands, ich will auch ein Jet. Noch mehr für die Fans. Du siehst mich am Kudamm im Seko, Black. Flex. Fendi Poli heißt nur bei Yeti, ich bin im Plus. Mehr Masari, geh weg, Tadi, weiter, weil ich muss. Bretter im Jaguar, stimme Boutique nach Boutique, schon voll gut. Geil, richtig geil. Ich feier, also wirklich feierbar ohne Ende, was die hier raushauen und hier produzieren. Luciano, wirklich geil. Ich kann nicht mal ganz genau benennen, warum ich da immer angefixt bin bei ihm, dass mir das immer so gut gefällt. Es ist, glaube ich, echt die Stimme, der Vibe, die Flows. Irgendwie echt geil. Und das echt, echt, also Hammer. Ja? Also wirklich geil, wirklich geil. Ich hoffe, dass er noch viel, viel mehr Erfolg haben wird. Wahnsinn. Genau, jetzt hier vielleicht mal auf die Produktion einzukommen. Sehr, sehr geiles Sample hier. Man hört das ja hier vorne schon. Mixo. Mixo. Ja, das ist so ein orientalisches Blasinstrument, so. Wie heißt es? Es könnte so eine. Oh, wie heißt der nochmal? So eine Mai sein. Es wird M-E-Y geschrieben oder so eine N-E, auch N-E-Y, also M-E-Y oder N-E-Y, da gibt es zwei verschiedene Arten, wird wahrscheinlich sowas gewesen sein, dass sie das irgendwo sich hergeholt haben, ein Sample vielleicht irgendwo geholt haben oder irgendwo vielleicht rausgecuttet haben. Ich glaube aber, es ist tatsächlich sehr, sehr viel langsamer gemacht, also das Tempo wurde eben verändert, verkürzt von diesem Sample. Und dieser 808-Bass unten ballert ohne Ende, ist richtig böse unten drin. Das ist, da haben sie sich eine 808 rausgesucht, die halt super krass distorted ist, die wirklich da eigentlich so richtig rumflackert oben, so ein Frrr, ne? Das kann man, je nachdem, ob man die eben selber erzeugen möchte, geht das natürlich auch sehr gut. Also man kann das mit zum Beispiel Serum, dem Synthesizer Serum, oder wenn ihr bei Native Instruments die ganzen Sachen habt, mit Massive geht sowas auch ganz gut. Gibt es auch einige Tutorials, Videos, wie man da zum Beispiel einen Subbass macht. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, ob ich sowas für euch mal machen soll. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch das interessiert. Da kann man das eben selber ganz gut machen, aber die Jungs haben auch erzählt, die waren ja auf der BeatCon, haben da ein Panel gehabt und haben erzählt, wie sie den Beat von Casey Rebel, genau, Diamant gemacht haben. Da war ich kurz drin, die ersten paar Minuten, und da war auch ein Zuschauer, der eben gefragt hat, ja, sag mal, eure Bässe, die ballern ja wie sonst was. Wie macht ihr das? Ja, ihr nehmt ja sicherlich keine Sounds von irgendwelchen Sample Packs, ja? Und da meinten die, doch, das sind Sounds von Sample Packs. Also, soll jetzt euch nicht motivieren, dass ihr jetzt alle Sample Packs kaufen müsst, die es gibt auf der Welt. Es gibt natürlich da immer ganz gute Vorlagen und so weiter, aber ihr müsst, das Ding ist, ihr könnt das theoretisch auch sehr, sehr schnell selber machen, und das nennt sich dann Sound Design. Ja, also ihr designt selber den Sound, und wenn ihr das lernt, seid ihr sogar einen Schritt tiefer und weiter als alle anderen, weil ihr sogar euch selber zu 100% entscheiden könnt und erzeugen könnt, wie ihr den Sound haben wollt. Ja, also gib dem Hungernden keine Fische, sondern bring ihm das Angeln bei. So ungefähr meine ich das. Also
Ne, wenn ihr versteht, worum es geht. Das ist gar nicht so schwer. Also man kann da echt sehr, sehr schnell da was machen. Wenn man so ein paar Grundprinzipien von Oszillatoren und so weiter gelernt hat, von, ja, also vielleicht mache ich ja echt mal ein Video zu. Ich habe es jetzt, glaube ich, schon zum zweiten Mal zum Thema gemacht. Also ist wirklich, kann man sehr, sehr geil machen. Ja, also aber hier eben in dem Video sehr geiler Sound. Du siehst mich am Kudamm im Seko-Pi-Blake. Wenn die Poli heißt nur bei UT, ich bin im Plus. Ne, hier richtig High-Cut auf das Sample. Also diesen, um diesen Effekt zu haben, dass man wie zwei verschiedene Parts hat, ist eben das eine Sample, dieses, ne, diese Flöte, dieses Blasinstrument, das Orientalische, ist da eben in den Höhen rausgeschnitten, es wurden die Höhen rausgeschnitten. Die ganzen Drums sind raus, dann Bass, und dann die Höhen auch wieder drin, ne? Bretter im Jaguar, Stimme Boutique nach Boutique, Jean-Paul Gaultier. Sweater von Burberry, immer flex, wenn du mich siehst, Jean-Paul Gaultier. Interessant, clever, nicht schlecht, Jungs. Also MacLeod und Mixo, sehr geil. Die haben jetzt auf das Sample, das eben die Flöte, sage ich jetzt mal, also die orientalische Flöte, haben, man merkt ja dann auf einmal, dass die sich irgendwie, man hat das Gefühl, dass sie sich verändert, zumindest wird die Platzierung verändert. Die haben dann hier einen Stereo-Imager benutzt, der macht im Endeffekt aus einem schon einem, also es muss schon ein Stereo-Signal sein, man kann jetzt kein Monosignal nehmen, kann man das erzeugen, dass er künstlich einfach nochmal verbreitet wird oder verbreitert wird im Stereobild. Das nennt sich ein Stereo-Imager. Gibt es noch andere Bezeichnungen für? Eigentlich nicht. Ja, also entweder nur Imager oder Stereo-Imager. Da gibt es auch viele verschiedene Firmen, die sowas machen. Wenn ich jetzt Waves zum Beispiel nehme, da gibt es eins, das heißt S1. Und bei Isotope zum Beispiel gibt es das in Ozone 8, gibt es auch einen Imager. Oder ist es in Ozone 8? Also die Oberfläche ist Ozone 8. Auf jeden Fall in Ozone, meine ich, ist da auch ein Imager drin, also ein Stereo-Imager. Und da kann man, bei dem von Ozone ist es sehr geil sogar, da kann man nämlich genau sagen, welche Frequenzen wie weit nach außen gesplittet werden sollen, also dieser, das ist auch so ein Spatialeffekt, wie weit der gesplittet sein soll nach außen oder vielleicht sogar zusammengezogen wird, soll auf Mono, kann man das, glaube ich, auf 3 oder 4 verschiedene Frequenzen, kann man das genau bestimmen und wie breit der Stereo-Effekt sein soll, also wie lang verzögert, das wird dann nämlich alles in Realtime berechnet, weil man da ja, das wird irgendwie so erzeugt, dass da natürlich Verzögerungen künstlich in Millisekundenbereichen da erzeugt werden, so dass sich das dann anhört, dass das eine Signal, das eigentlich da ist, dann irgendwie noch breiter, oder eigentlich sind es 2 Signale, dann irgendwie noch breiter gemacht werden. Ja, also da wird es dann irgendwie zu technisch. So, auf jeden Fall hier Stereo-Imager und das dann, das kann man dann, wenn man so ein Plugin hat mit einer Automation in eurem DAB, also eurer Digital Audio Workstation, eben dann nochmal schön breit ziehen. Jetzt immer weiter, ist schon offen sogar. Ja. Aber macht nur so einen kurzen Übergang, dass es dann auf einmal ganz auf ist. Geil. Richtig geiler Flex. Eigentlich, wenn man so einen Rucksack hat von Fendi, muss man den auch einfach vorne rumtragen. Geil. Heftig, heftig geile Nummer. Luciano, Alter, richtig krass. Mieser Respekt geht raus. Ich feiere seine letzten Nummern alle so, so krass. Ich hatte da auch schon ein paar Reviews gemacht. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch noch anschauen auf meinem Kanal. Schöner Gesang. Hier auch sehr orientalische Töne angehauen, die sich hier auf einer, ja, kann man eigentlich arabischen Skala befinden, könnte man quasi sagen. Phrygisch heißt das dann richtig. So, produced by MacLeod und Mixu, wissen wir, sehr geil. Ah ja, Mix und Master bei Yunus King Size, Grüße gehen raus. Geiles Ding. Also ich kann gar nicht sagen. Ich finde Mix mega geil, Master geil. Nix ist, also auch in dem ersten Song, der Bass war genau richtig platziert, fand ich. Der war
nicht zu fett drin, aber hat genau untenrum noch gut gesetzt. Und dann bei dem zweiten Song war er dann aber schön präsent, weil er da, also weil der Bass dann da eben genau die Rolle übernehmen soll von dem Instrument, was Drive geben soll, aber trotzdem eben nicht zu viel da wegnimmt und auch immer schön Platz macht, wenn die Kick einsetzt. Das ist ja immer die Königsdisziplin, dass da immer schön Platz gemacht wird für die Kick auch, weil der Subbass nämlich die ganzen Frequenzen schon benutzt, die eigentlich die Kick braucht. Und dann muss dann immer mit Sidechaining und sowas gemacht. Aber das ist ja Pipifax für den Kingsize, ist klar, das erkläre ich nur für euch. Und ja, ansonsten, ich hoffe und bin mir sehr sicher, dass ihr auch heute wieder mal was gelernt habt. Lasst dafür gerne ein Abo da. Vielen, vielen Dank. Und Glöckchen an für den Ehrenmann. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video und checkt die anderen Videos auch ab. Bye, bye.